Komm in, ja. Was machst du an meinem Schreibtisch? Frühstücken. Butterbrezel. Also zum Frühstücken komme ich nicht mehr, seit sie mal weg ist. Ja, das lassen wir uns auch sehr stark spüren. Wann kommt denn wieder, die Frau Marie? Morgen Mittag. Schön. Da werden wir alle gemeinsam 3 Kreuzzeichen schlagen, das glaubst du? Also schieß los, was gibt's? Nicht viel Zeit, ich bin mitten in der Stallarbeit. Stallarbeit? Ja, Stallarbeit, jetzt schieß endlich los. Klingt aber ganz anders. Was? Nicht so gedämpft wie im Stall. Mehr so wie im Freien. Oder frühstückst du neuerdings mit deinen Rindviechern? Jetzt red keinen Schmarrn. Bitte schnell vor die Tür gegangen, wenn wir die Kürze laut sind. Sonst verstehe ich der Genuschel überhaupt nicht. Also jetzt schieß endlich los. Einen Toten haben wir. Und zwar einen, den wir alle miteinander sehr gut kennen. Und wer ist das? Ein Seidel-Alfred. Der vom Schlüsseldienst? Ja, genau der. Liegt tot vor sein Haus und keiner weiß genau warum. Weiß der Hansen schon Bescheid? Hansen ist unterwegs. Gut, dann mach ich mich auch auf den Weg. Und sperr deinen Stall gescheit zu, gell? Kümmer dich um deinen eigenen Kram, Herrschaft. So ein Haubendacher. Eigentlich wollte ich gestern Abend meine Pflanzen umtupfen. Aber da hat es so gesaut und habe ich das halt früh gemacht. Und dabei muss ich irgendwie... Wann war denn das so? Ungefähr. Um 7. 7. Das tut mir ja so leid. Das ist so ein netter Mann. Und so höflich und ruhig. Jetzt haben wir auf dem Gewissen. Der Blumentopf hat ihn definitiv nicht getötet. Er ist knapp neben seinem Kopf aufgeschlagen. Der Schädel hat weiter keine Verletzungen. Gibt es sonst Hinweise auf Fremdeinwirkung? Auf den ersten Blick? Schwer zu sagen. Natürlich die Sturzverletzung. In welcher Etage hat er dann gewohnt? Ganz oben. Das reicht. Naja, Unfall, Selbstmord, Mord. Weiß ich nicht. Wäre alles möglich, ne? Sehr richtig. Wie lange ist er denn schon tot? Oh, gestern Abend zwischen 21 und 23 Uhr. Also von Michi Mohr habe ich ja gehört, dass Sie ihn kannten. Ja, ihm gehört der Schlüsseldienst, mit dem das Kommissariat zusammenarbeitet. Er hat schon viele Türen zu Tatorten für uns geöffnet. Ich dachte immer, Sie machen das mit Ihren Kreditkarten. Ich denke, da hätten die Staatsanwälte was dagegen. Aber jetzt müssen Sie ja wohl, oder? Herr Seidel hat ja nicht ganz alleine gearbeitet. Da kommt ja so ein Angestellter. Wann, Frau Doktor? Heute Nachmittag. Super, danke. Gerne, tschüss. Wiederschauen. So, der Winkel. Morgen. Chef, der Wahnsinn, was ist denn passiert? Das wissen wir noch nicht genau. Am besten, Sie machen uns oben mal auf. Ja, kommen Sie. Wann haben Sie Ihren Chef zum letzten Mal gesehen? Naja, gestern. Spät Nachmittag. Nach der Arbeit. Hat er da irgendwie anders auf Sie gewirkt als sonst? Wie anders? Ja, war zum Beispiel deprimiert oder sowas. Ach so. Von wegen, dass er sich selbst. Gestern speziell nicht, aber so einen leichten Hang zur Melancholie. Ich glaube schon, dass er den Kopf hat. Gab's da einen Grund dafür? Naja, eigentlich nicht. Aber von außen kannst du ja da immer schwer was sagen. Verheiratet war der Seidel ja nicht. Wissen Sie, ob er eine Freundin gehabt hat? Soweit ich weiß. So, passt. Danke. Danke. Die Bierflasche ist noch halb voll. Ich meine, das widerspricht der Selbstmordhypothese.
Na, also ich würde es austreten, bevor ich mich umbringe. Also, der Seidel hat doch keine Schuhe angehabt. Nee, nur Socken, glaube ich. Also irgendwie ist das doch komisch. Ich meine, gestern Abend hat es die ganze Zeit geregnet, es war ziemlich nass. Da ziehe ich doch Schuhe an, oder zumindest Hausschuhe, bevor ich da rausgehe. Oder würden Sie ohne Pantoffeln auf den Balkon latschen? Ich glaube, das würde ich nur machen, wenn ich mich direkt hinunterstürzen würde, denke ich. Das heißt, möglicherweise können wir den Unfall ausschließen. Also vielleicht doch Selbstmord. Oder Mord. Schauen wir mal den Balkon an. Machen Sie das. Frau Amberger, ich hab mit der Pathologin geredet. Das ist die Ärztin. Und die hat mir gesagt, sie brauchen sich keine Vorwürfe zu machen. Der Herr Seidel ist schon seit gestern Abend tot. Ja, dann bin ich nicht schuld an seinem Tod. Nein. Und muss nicht ins Gefängnis. Na, gar kein Red. Ja, meinst du, so ein Schatz? Und ich hab mir gedacht, ich hab Schuld an dem Herrn Seidel sein Tod. Das hätte ich nicht überlebt. Es ist alles wunderbar. Aber jetzt was anderes, Frau Amberger. Gestern Abend zwischen 9 und 11 ist Ihnen da was aufgefallen? Irgendwas? 9 und 11. Kollege, dieser Boxkampf, der da angezeigt wird, ist heute Morgen um 4.30 Uhr ausgestrahlt worden. Den hat der Seidel aufgenommen. Interessant, oder? Allerdings. Programmiert einer einen Boxkampf, der plant, sich vorher umzubringen? Eher nicht. Ach, Herr 80er. Spende wieder der Kasten. Ich weiß nicht, jedenfalls tut sich nichts. Moment. Sind wir wieder Opfer von den Sparmaßnahmen der Frau Ortmann geworden. Wieso? Ja? Kein Papier? Frau Stockel, Sie werden mir doch wohl nicht weismachen wollen, dass Frau Ortmann das Druckerpapier rationiert. Solange es keine Dumpingpreise fürs Papier gibt, gibt sicherheitshalber erst einmal gar keins. Frau Stockel, wenn Sie nur was zum Sticheln haben. Für 80er. Sie kriegen eins von mir. Und was gibt's demnächst? Unfall und Selbstmord können wir ausschließen, denke ich. Echt, oder? Echt. Michi, du fragst jetzt am besten die ganzen Anwohner, ob irgendjemand von denen gestern Abend zwischen 21 und 23 Uhr irgendwas gesehen oder gehört hat. Ja, mit der Frau Amberger habe ich schon geredet, aber der ist nichts aufgefallen. Ich glaube, da wohnen noch mehr Leute im Haus, oder? Kannst recht tun. Herr Mohr, die Spusi kann jetzt in die Wohnung. Ja, ist sie. Sonst da was? Ja. Sicher nicht. Danke für das nicht. Ja, ja, schon. Vierte Robert. Servus, Michi, servus. Herr Binke, ja, sagen Sie mal, hat Ihr Chef eigentlich Feinde gehabt? Feinde? Ja. Der Seidel, nicht, dass ihr wüsst. Gab's Probleme mit Kunden? Nein. Mit wem schon? Wir machen ja gute Arbeit. Ja, oder mit der Konkurrenz vielleicht. Konkurrenten? So. Doch. Der Neubauer Willi. Dem ist er neulich über Kreuz geraten. Weshalb? Der wollte ihm den Job bei euch wegschnappen. Bei uns? Genau, der muss euch irgend so ein Dumpingangebot gemacht haben. Ja, und? Ja, weiß ich auch nicht. Ja. Danke, Herr Binke. Eine reine Routinefrage: Wo waren Sie gestern Abend zwischen 9 und 11? Wo werde ich schon gewesen sein, daheim, weil ich hab Fernsehen geschaut. Was lief da? Ein Krimi, ZDF. Alles klar. Ja, ich gehe davon aus, dass wir sie weiterhin erreichen. Logisch. Wenn was ist, wiederschauen. Wiederschauen. Dumpingangebot. Ne? Und die Polizei, das ist doch mit Sicherheit über die Frau Ortmann gelaufen. Ja, jede Wette. Dumping ist relativ.
Aber es stimmt. Neubauer hat uns ein Angebot gemacht, das so gut war, dass es unbedingt in Erwägung gezogen werden musste. Musste, das heißt, dass es vom Tisch ist. Ja, leider. Herr 80er hat sein Veto eingelegt. Der Herr 80er? Echt? Warum? Weil es nicht angehe, dass langjährige Zuarbeiter der Polizei plötzlich brotlos gemacht würden, nur weil ein anderer ein paar Euro billiger ist. Ich finde das ehrlich gesagt nicht lustig. Tja, jeder lacht über was anderes, ne? Haben Sie dem Herrn Neubauer die Absage schon erteilt? Ja. Und wie hat er reagiert? Herr Wiescher. Er war nicht gerade begeistert, als ich ihm gesagt habe, dass es für ihn kein Vorbeikommen an Alfred Seidel gibt. Moment, haben Sie das wortwörtlich so gesagt? Es gibt für ihn kein Vorbeikommen an Alfred Seidel? Ja. Alfred Seidel wurde, wie es aussieht, gestern Abend ermordet. Was? Ja. Und jetzt glauben Sie, dass ich dem Neubauer ein Motiv geliefert habe? Gut möglich. Ja, Sie haben vermutlich das Angebot von Herrn Neubauer noch? Ja. Gott, hoffentlich habe ich da nichts angerichtet. Mhm. Danke. Herr Neubauer? Ja? Grüß Gott. Hofer, Kripo Rosenheim. Das ist mein Kollege Hansen. Wir würden Ihnen gerne einige Fragen stellen. Sie haben sich unlängst bei der Rosenheimer Polizei als Aufsperrdienst beworben. Ach so, ja. Warum? Sie wissen, dass der Herr Seidel das seit Jahren für uns macht. Ja. Und Sie sind deshalb mit ihm aneinander geraten. Aneinander geraten? Es hat ihm halt nicht gepasst, dass ich in Konkurrenz getreten bin zu ihm. Aber es hat ja sowieso nicht geklappt. Na ja, vielleicht klappt es jetzt doch noch. Ah ja? Herr Seidel steht uns leider nicht mehr zur Verfügung. Er ist letzte Nacht ums Leben gekommen. Der Seidel? Der Seidel, ja. Ist von seinem Balkon gestoßen worden. Was? Ermordet? Schaut ganz so aus. Aha. Verstehe. Konkurrenz. Die Zeiten sind zwar nicht gerade rosig, aber dass man gleich die Konkurrenz umbringt und dann noch dazu mal ausgerechnet, deren Job bei der Polizei zu kriegen, das wäre schon ziemlich dreist, oder? Das stimmt, ja. Ja, aber wirklich blöd. Ich habe Seidel nicht ermordet. Wo waren Sie gestern Abend zwischen 21 Uhr und 23 Uhr? Was, wo war ich? Ich weiß gar nicht, wo der überhaupt wohnt, der Seidel. Macht nichts, trotzdem. Wo waren Sie? Wegen einem Einsatz, muss ich nachschauen. Bitte, ja. Da. Ein kaputtes Schloss bei einem Herrn Schütz in Ried, 8:45. Ich würde es gerne nachprüfen. Das würden wir auch machen, Herr Neubauer. Ja, Michi? Was machst du in meinem Computer? Nix, ich check nur deine E-Mails. Was gehen dich meine E-Mails an? Schmarrn, ich hab mir was herschicken lassen und das tun wir jetzt ausdrucken. Aha, und was ist das? Das ist eine Liste von den Telefonverbindungen von unserem Opfer. Ah, interessant. Ah ja, du, elfi@myrbdeck.de, die hat ganz oft geschrieben. Du mich jetzt schleichst, gell? So. Na, Michi, hast du dann die Nachbarn vom Seidel gefragt? Aber sowas von Fehlanzeige. Die sind entweder vom Fernseher gesessen oder am Schlafen oder halt beides gleichzeitig. Schade. Was hat denn die Spusi rausgefunden? Dass es keine Einbruchspuren am Schloss vom Seidel gibt. Ich sag's euch, der hat den Täter gekannt. Das ist nicht sicher, zumindest hat er uns selber reingelassen. Und da haben wir noch etwas. Faserspuren von den Socken vom Seidel am ganzen Teppich. Und zwar besonders vom Sofa bis zum Balkon. Dann ist er dorthin geschleift worden. Ganz genau. Und Faserspuren von seiner Hose am Geländertast. Und irgendwelche anderen Spuren von irgendwelchen anderen Hosen? Nein. Aber eine Liste von Telefonaten, die er geführt hat, aber es sind nicht gar viele. Erika Bernauer? Ja, die schon. Ja, die hat in den vergangenen Tagen öfter angerufen. Bernauer, es gibt ein großes Möbelhaus Bernauer, drüben Stephanskirchen. Vielleicht hat sie was damit zu tun. Frau Stockel? Ja? Wir bräuchten die Adresse von einer gewissen Erika Bernauer. Erstens. Zweitens. Fragen Sie bei dem Florian Schütz in Ried nach, ob der gestern Abend ins Schloss ausgewechselt worden ist. Und zwar von einem gewissen Willi Neubauer. Bernauer, Schütz, Neubauer, sonst noch was? Ein Glas Mulch, ein Kaffee und ein Stück Torten.
Wohin darf ich servieren? Da drüben, bitte. Frau Bernauer? Ja? Hofer Klipp Rosenheim, das ist mein Kollege Hansen. Wir würden gern mit Ihnen sprechen. Pause. Ja, ich habe ein paar Mal mit Herrn Seidel telefoniert, das stimmt. Weswegen? Och, er hat mir vor einigen Wochen eine neue Schließanlage eingebaut für im Haus. Gab's Probleme damit? Darf ich? Das ist selbstverständlich. Nein, Probleme gab es nicht. Ich hatte nur ein paar Fragen zur Bedienung, das ist alles. Warum haben Sie ihn nicht im Geschäft angerufen, sondern auf seinen Privatanschluss? Ja, weil er in seinem Geschäft schwer erreichbar ist. Hatten Sie privat Kontakt zu Herrn Seidel? Nein, nein, wir standen privat nicht in Kontakt. Trotzdem tut es mir sehr leid, was mit ihm passiert ist. Eine reine Routinefrage, Frau Bernauer. Wo waren Sie gestern Abend zwischen 21 Uhr und 23 Uhr? Da war ich hier. Kann Ihr Tennispartner das eventuell bezeugen? Mein Tennispartner ist mein Lehrer. Und zudem stehe ich ebenso wenig privat in Kontakt. Es gibt also niemanden, der das bezeugen kann. Nein. Ja, das habe ich notiert. Na, das war's. Danke, Herr Schütz. Wiederhören. Ja? Frau Schlocke. Frau Ortmann. Gibt's schon Neuigkeiten? Bezüglich? Des Falls. Seidel. Aha. Das interessiert Sie. Ich bin ein wenig in Sorge, dass ich jemanden auf dumme Gedanken gebracht haben könnte. Wieso? Weshalb? Warum? Ich habe das Angebot eines anderen Schlüsseldienstes geprüft, der günstiger war. Aber er hat den kürzeren gegen Seidel gezogen. Verstehe. Und das andere war der Willi Neubauer. Ja. Und jetzt haben sie Angst, dass der Neubauer den Seidel ums Eck gebracht hat, dass er den Job kriegt. So in etwa. Frau Ortmann, das kriegen wir schon. Kripo Rosenheim, Apparat Stockel, grüß Gott. Ja, ich verbinde. Herr 80er für Sie. Wiederhören. Jetzt sagen Sie mal, Frau Bernauer, sind Sie irgendwie verwandt mit dem Möbelhaus Bernauer? Ja, Franz, mein Mann, war der Inhaber. Er ist leider vor ein paar Jahren gestorben und seither führe ich den Laden. Besser gesagt, er läuft von selbst. Ich habe gute Leute. Schön, wenn man sich auf die Leute lassen kann, gell? Sagen Sie mal, Frau Bernauer. Ja? Ist bei Ihnen eingebrochen worden? Das? Nein, ein kleines Malheur. Ist mir beim Umtopfen passiert. Ich gehe noch mal zum Hartl. Da brauchen Sie nicht weggehen. Verschiedene dicke Scheiben, Oberschein und dann mit einem mittelscharfen Senf, gell, oben und drunten einschmieren und schön einpacken, gell? Tag, Herr Hartl. Martina, ich hätte eine Bitte an Sie. Ja, gell, kümmere das später. Ja, vierte. Was kann ich für euch da? Folgendes, könnten Sie sich mal die Villa von einer Frau Erika Bernauer ansehen? Weißt schon, die Witwe von dem Möbelriesen. Uns würde brennend interessieren, ob da eingebrochen worden ist. Ja, kann ich schon machen. Wo ist denn die Villa? In Kreuz. Okay. Wieso okay? Weil da in der letzten Zeit öfter Einbrecher waren ist in der Gegend. Das ist ja. Aber Bernauer kann ich mir an keine Anzeige erinnern. Aber ich schaue schon nach, gell? Mach ich. Nein, für dich ist es so gut, dass es schriftliche Aufzeichnungen gibt, gell? Danke. Ach, Herr Hofer, Herr Hansen. Haben Sie das Alibi vom Neubauer überprüft? Ja, selbstverständlich. Der war bis 21.30 Uhr in Ried. Sehr gut, Frau Stockel. Danke. Halb zehn. Da müsste man den genauen Todeszeitpunkt wissen. Der genaue Todeszeitpunkt war laut Frau Dr. Kern ziemlich exakt gegen 22 Uhr. Wie lange braucht man von Ried nach Rosenheim? Viertelstunde, 20 Minuten. Damit wäre Neubauers Alibi hinfällig. Allerdings, was ist mit der Todesursache? Ja, das steht alles im Bericht. Und? Also, Todesursache war zweifelsfrei der Sturz. Er hat mehrere Frakturen und Verletzungen an inneren Organen. Gibt es auch Kampfverletzungen? Herr Hansen, lesen Sie halt selber. Ist doch viel schöner, wenn Sie es uns erzählen, Frau Stockel. Also? Also er hat ein Hämatom am Hinterkopf. Jemand hat ihn mit einem Schlag in den Nacken betäubt, bevor er ihn über den Balkon gestürzt hat. Wäre eine Frau in der Lage, diesen Mann zum Balkon zu schleppen und ihn dann übers Geländer zu bugsieren? Wie schwer und wie groß war denn Herr Seidel? 1,70 groß und 64 Kilo schwer.
Na, wenn die Frau ein bisschen trainiert ist, kein Problem. Ja? Oder was meinen Sie, Frau Stockel? Also ein bisschen was könnt ihr auch selber machen, gell? Ist gut, Frau Stockel. Danke. Bitte. Sie denken an die Frau Bernauer, hm? Na, warum nicht? Oder glauben Sie ihr, was sie uns alles aufgetischt hat? Nicht wirklich. Aber ich meine, wir sollten mal herausfinden, wie dringend der Neubauer den Job im Präsidium gebracht hat. Sie glauben, dass es im Geschäft nicht so gut läuft? Na, wäre doch möglich. Mhm. Hansen? Ach, Herr Hartl. Ja, das ging aber flott. Und? Aha. Interessant. Ja, ja gut, bis gleich. Herr Hartl vermutet, dass bei Frau Bernauer eingebrochen worden ist. Ich fahr mal hin. Ja, das machen Sie. Ich werde mal schauen, was ich über die Finanzlage von Herrn Neubauer rausfinde. Machen Sie das. Jawohl, sofort. Von der Machart her ist das gleiche wie bei den anderen Einbrüchen in der Gegend. Das ist recht primitiv. Die Scheibe ist mit dem Stein da eingeschlagen worden. Es sind Glassplitter drauf. Mhm. Durch einen Ton- oder Keramiktopf kann die Scheibe nicht zersplittert worden sein. Definitiv nicht. Danke. Ja, Frau Bernauer, Sie haben mich angelogen. Das sind eindeutig Einbruchspuren. Warum haben Sie es nicht gemeldet? Ja, warum? Weil nichts gefehlt hat im Haus. Ist doch seltsam, dass jemand einbricht und nichts stiehlt. Tja. Tja. Sagen Sie mal, war das vor oder nach dem Einbau der Schließanlage? Kurz danach, glaube ich. Ja, haben Sie deshalb mehrmals mit Herrn Seidel telefoniert? Ja, genau. Also Sie glauben, dass es danach war, aber Sie sind sich sicher, dass Sie deshalb mit dem Herrn Seidel telefoniert haben? Also, wir würden ganz gerne mal einen Blick in Ihr Haus werfen. Wozu? Sind Sie dazu überhaupt befugt? Gnädige Frau, Gefahrenverzug. Bitte. Moment, Moment, Moment. Also, gehen wir so. Ja. Wohl so leicht ist das gar nicht. Nach was suchen, wo wir gar nicht wissen, ob es da war. Stimmt. Aber ich denke mal, dass Ihr Laptop ganz interessant für uns wäre. Ah, super, danke. Ja, ich weiß, das müssen wir unbedingt mal wieder machen. Ja, so Donnerstag oder Freitag oder so. Alles gut, ich melde mich, gell? Für dich. Das war gerade der Lohmeier, mein Spezel von der Bank. Der Neubauer scheint den Job bei uns ziemlich nötig gehabt zu haben. Ist ihm so schlecht? Naja, der hat vor 2 Jahren weitere Schlüsseldienste aufgemacht, hat das Ganze mit Krediten finanziert und jetzt ist er mit den Rückzahlungen im Strudel. Da bin ich immer gespannt, was er uns dazu zu sagen hat. Ich auch. Was haben Sie da Interessantes? Das ist der Laptop von Erika Bernauer. Bei ihr ist definitiv eingebrochen, laut ihrer Aussage jedoch nichts entwendet worden. Und das stimmt aber nicht, oder wie? Sehen Sie mal. Das sind Angebote von Internetseiten, die Frau Bernauer regelmäßig frequentiert hat. Offenbar hat sie ein reges Interesse an derartigen Figuren und Devotionalien. Aber bei sich zu Hause hat sie solche Gegenstände überhaupt nicht rumstehen. Stattdessen lauter leere Vitrinen, in denen solche Figuren wunderbar Platz hätten. Na toll, schön, ja. Die Spusi hat bei ihr zu Hause einen winzigen, goldlegierten Holzsplitter gefunden, der ziemlich sicher von einem Barockengel stammt. Ein Experte untersucht es gerade für uns. Und warum denken Sie, hat die Bernauerin das nicht gemeldet? Naja, die Internetseiten, die sie besucht hat, sind reichlich dubios. Also gut möglich, dass es sich dabei um illegale Ware handelt. Der Hartl arbeitet da gerade dran. Na super. Frau Stockel, könnten Sie bitte versuchen, Robert Behnke, den Mitarbeiter von Seidel, zu erreichen? Mach ich? Was will ich sagen? Wir bräuchten die Kundendaten der letzten etwa 6 Monate. Entweder bringt sie uns vorbei oder sagt man, wenn in der Firma antreffen kann. Selbstverständlich. Danke. Neubauer? Gerne. Gut. Herr Neubauer, wir haben Erkundigungen über Ihr Geschäft eingeholt. Aha. Ihre Filialen in Traunstein und in Prien laufen nicht besonders gut. Nein. Sie haben Probleme mit den Ratenzahlungen an die Bank, ne? Ja, habe ich. Entschuldigung. Ich habe eine ganze Menge an Problemen. Wenn du nämlich nicht genug verdienst, musst du Mitarbeiter entlassen. Kannst du dann Aufträge nicht fristgerecht ausführen, dann verlierst du deinen Kunden und dann macht dich die Bank fertig. Das ist der Kreislauf. Wenn Sie fest für uns arbeiten hätten können, wären Sie wahrscheinlich gerettet gewesen. Ein Versuch wäre es wert gewesen.
Wir haben Ihr Alibi überprüft, Herr Neubauer, und das hat uns leider nicht zufriedengestellt. Was wollen Sie denn mit dem Alibi? Das ist mir völlig egal. Aber uns nicht. Ich habe mit dem Tod Seidels nichts zu tun. Herein. Ah, der Herr Binke. Jetzt haben Sie aber Glück, dass Sie uns doch erwischen. Die Frau Stockler hat gesagt, dass Sie die Kundenlisten vom Geschäft brauchen. Ah ja, genau. Bitte. Danke. Wir hatten ja relativ viele Aufträge in Kreuth. Kann sein. Der Chef hat da mal ein paar Werbezettel verteilt. Da haben offenbar ein paar drauf reagiert. Da hat es eine ganze Serie von Einbrüchen gegeben. In Kreuth? Echt? Ist mir nicht bekannt. Als bei Frau Bernauer die neue Schließanlage eingebaut wurde. Bernauer. Ja, Hortensienweg 8a. Ach so, ein bisschen eine feinere. Ja, kann mich erinnern. Haben Sie dabei ihr zufällig Devotionalien gesehen? Barockengel, Kirchenfiguren und dergleichen. Drin im Haus selber war ich eigentlich gar nicht. Ach so. Können wir den Ordner behalten? Mir gehört ja nicht. Ist am Chef seiner gewesen. Was wird eigentlich aus Ihnen? Also ich meine, hat es irgendwelche Vereinbarungen gegeben zwischen Ihnen und dem Herrn Seidel im Falle seines Ablebens? Wegen seinem Laden, dass ich den übernehme, oder was? Genau. Ich werde mir jetzt eine Arbeit suchen müssen. Vielleicht sogar beim Neubauer, falls der jetzt doch den Job bei euch kriegt. Das werden wir dann sehen, ne? Gut, Herr Binke, dann danke ich Ihnen. Sie können gehen. Wiederschauen. Wiederschauen. Wiedersehen. Der Hartl soll die Kundenliste mit seinen Fällen abgleichen. Der macht schon den Feierabend. Und für mich wird's auch Zeit. Die Marie kommt erst morgen aus Hamburg zurück. Und die Kühe haben Hunger. Hey, servus. Hallo. Habt ihr aber lang gemacht heute, ja? Manchmal geht's nicht anders. Du stößt bestimmt auf große Anerkennung. Bei wem? Sie hat schon gefragt nach dir. Du bleibst. Frau Ortmann. Guten Abend. Guten Abend. Ist doch bestimmt kein Zufall, dass Sie jetzt da sind. Nein. Ich wollte wissen, wie Sie in Ihrem Fall vorankommen. Und ich wollte nicht noch mal bei Frau Stockel nachfragen. Ah. Gibt's was Neues wegen Neubauer? Ja, er steht weiterhin auf der Liste unserer Verdächtigen. Das habe ich befürchtet. Und die Liste ist nicht besonders lang. Wir haben nur noch zwei weitere Kandidaten im Visier. Ne? Ja? Ja. Beziehungsweise eigentlich drei. Genau genommen haben Sie ja auch ein Motiv. Was? Ja. Jetzt, wo Seidel nicht mehr lebt, ist ja der Weg frei für Ihren Wunschkandidaten Neubauer. Das würde doch bestens in Ihr Budgetprogramm reinpassen. Wen wollen Sie eigentlich erheitern, mich oder sich selbst? Beides gleichzeitig, das geht ja wohl nicht. Sie haben mich doch heute Morgen selbst darauf hingewiesen, dass wir beide nicht über dasselbe lachen. So, da habe ich was für euch. Das wird die Laus, die euch zwar über den Leber gelaufen ist, ganz bestimmt nicht überleben. Jetzt überhaupt halt wieder eine super Stimmung, oder? Frühstückszeit. Dann nimmst du es selber. Nee, was gibt's? Ja, was gibt's denn? Hier gibt es Menschen. Und die wüssten gerne, wann sie mit dir rechnen moin. Dürfen. Grüß dich, Adl. Moin, moin. Ja, sag halt ungefähr. Natürlich können Sie ja bald mit mir rechnen. Ich bin nämlich schon unterwegs. Echt jetzt? Na, freilich, wenn ich dir sag. Ja, wenn du sagst, bist du Stimme. Gut, Henne, bis bald. Servus. Ja, fertig. Guten Appetit, ihr Lieben. Er ist schon unterwegs, sagt er. Der soll sein Handy orten, dann wisst ihr es genau. Jetzt kann ich doch durchs Handy riechen, dass der noch auf dem Hof ist. Entschuldigung. So, das sind die Kundendaten vom Seidel. Vielleicht können Sie die mit Ihrer Einbruchsliste abgleichen. Selbstverständlich, ja. Und was haben Sie rausgefunden? Zweierlei, also zum einen, der goldene Holzsplitter, den wir im Haus von der Bernauerin gefunden haben, der stammt tatsächlich von einem Mordstromengel aus der Barockzeit. Dann wird dieser Mordsengel wohl auch in Ihrem Besitz gewesen sein. Und nicht bloß der, ein paar von den Sachen, die als Angebot auf Ihrem Laptop drauf waren, auch. Übrigens allesamt gemeldete Raubkunst aus diversen bayerischen Kirchen. Hehlerware. Ja, und wenn es bloß ein paar von den Sachen gekauft hat, dann ist ganz klar, warum sie den Diebstahl nicht gemeldet hat, weil sie sonst die Aufmerksamkeit auf ihre Schuld lenken wird. Ja, ist nur die Frage, ob das auch etwas mit unserem Fall Seidel zu tun hat. Ja, ich habe da ein paar Figuren erstanden, das gebe ich zu.
Wissen Sie, ich habe schon von klein auf ein Faible dafür und, naja, vielleicht war es auch ein wenig der Reiz des Verbotenen. Hat der Seidel diese Figuren bemerkt, als er bei Ihnen die Schließanlage erneuert hat? Hat er oder hat er nicht? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er sie ja gesehen und vermutet, dass es sich dabei um illegale Ware handelt. Hat er sie erpresst? Nein, das hat er nicht. Wie dem auch sei, Frau Bernauer, Sie kommen bitte mit aufs Präsidium. Ja? Herr Hansen, gehen Sie mal bitte her. Das Kellerfenster holen wir noch mal angeschaut. Und der Barockengel, um den es da gegangen ist, der hat da nie und nimmer durchpasst. Ja, vielleicht durch eins der Fenster hier. Durch die ganzen Fenster kriegt man nur rein, genauso wie durch die Tür, mit einem Code. Sie meinen den Code zum Entsichern der Schließanlage? So ist. Also wenn es mir ist, der Einbrecher der Prädelbord durch die Tür rein und auch wieder raus. Und hernach hat er erst das Fenster eingeschmissen, dass wie ein Bruch ausschaut. Und den Code hat natürlich auch der Seidel. Herein. Frau Amberger. Grüß Sie. Moa. Moa. Gehen wir weiter. Wissen Sie schon, wer den Herrn Seidel vom Balkon geschubst hat? Nein, das wissen wir leider noch nicht. Ja, mir ist da nämlich noch was eingefallen. No. Also, am Abend vor dem Herrn Seidel sein Tod, da habe ich nicht mehr ein Auto gesehen. Vom Haus. Ah, ja. Ein Rotz. Ja, so ein Flitzer. Oben offen. Könnt ihr bitte schon einen Kaffee haben? Ja, freilich, klar. Sagen Sie mal, Frau Amberger, haben Sie Ihr Kennzeichen gesehen? Nein, da habe ich nicht aufgepasst. Oder da ist der Kaffee. Ja, danke. Oder ist da wieder gesessen in dem Auto? Nein. Wann war das? Um 8 Uhr. Wissen was, Frau Amberger? Hm? Kommen Sie mit, ich zeige Ihnen jetzt ein paar rote Flitzer, die wo oben offen sind. Kommen Sie mit. Ja. Kaffee können Sie da lassen. Danke. Mit Elber auch. Nehmen Sie mit. Danke schön. Grüß Gott, Herr Hofer. Grüß Gott, Herr Aufzüger. Kommen Sie jetzt erst? Sie sind lustig. Nein, nein, ich war Hände waschen. Wie schaut's aus im Fall Seidel? Schlimm, oder? Frau Ortmann, macht Sie sich doch tatsächlich Sorgen, ob Sie nicht indirekter Anlass für diese Tat gewesen wäre. Na, dabei wären doch eigentlich Sie das Schuldige, weil Sie wollten ja den Neubau nicht haben, gell? Herr Hofer, erzählen Sie mir lieber, was Sie über den Fall wissen. Über den Fall? Ja, es schaut so aus, dass momentan das Verdachtsspektrum relativ breit gefächert ist. Herr Hofer, wir könnten da weitermachen. Na dann. Es gibt nämlich Neuigkeiten. Dankeschön. Neuigkeiten? Herr Hofer, ich denke, das interessiert uns jetzt beide. Mhm. Frau Bernauer, dass Sie geraubte Kirchenfiguren bezogen haben, haben Sie bereits zugegeben. Ja. Und dass Sie auf eine Anzeige verzichtet haben, nachdem Sie Ihnen geraubt worden waren, das liegt ja nah. Mhm. Aber Sie hatten eine Vermutung, wer Sie geraubt haben könnte. Alfred Seidel. Ja. Es konnte nur er gewesen sein. Er hatte kurz zuvor die Schließanlage bei Ihnen eingebaut. Und er hatte den Code, um sie zu öffnen. Ja? Ja. Deswegen haben Sie noch angerufen. Und natürlich privat, damit da nichts an die große Glocke kommt, ne? Hm? Was wollten Sie von ihm? Dass er Ihnen die gestohlenen Figuren zurückgibt? Ja, aber er hat's geleugnet. Er hätte die Figuren nicht. Ja, ja, aber geglaubt haben Sie ihm nicht. Und deswegen haben Sie ihn immer wieder angerufen. Ja. Waren Sie auch bei ihm? Nein. Wieso? Ihr wolltet es auch nicht. Danke. Frau Bernauer, Sie fahren noch ein rotes Cabrio. Ja. So eins ist am Tatabend vor Seidels Haus gesehen worden. Also waren Sie bei ihm. Aber nicht bei ihm in seiner Wohnung. Ich habe ihn vor dem Haus abgepasst. Ich wollte einfach persönlich mit ihm reden. Also was haben Sie gemacht? Haben Sie versucht, ihn zu bestechen? Haben Sie ihn unter Druck gesetzt? Haben Sie ihn vom Balkon gestoßen? Ich? Sie sind verrückt. Sie konnten ihm nichts anhaben. Sie konnten sich nicht an die Polizei wenden. Sie waren ohnmächtig, wütend. Haben Sie Herrn Seidel umgebracht? Ich? Nein. Helfen Sie mir. Ich
denke, mit deinem Anwalt ist Ihnen besser geholfen. Jetzt ist Ihr Verdachtsspektrum ohne Ihr Zutun ein bisschen länger geworden. Da kann's aus. Naja, heute Nachmittag kommt Ihre Schwester aus Hamburg zurück. Haben Sie dann hoffentlich wieder ein bisschen mehr Zeit für uns. Wer wollte unbedingt, dass meine Schwester nach Hamburg geht? Das war doch... Bitte? Nix. Quid. Mal was anderes. Was denken Sie über Erika Bernauer? Ein Motiv hat sie. Das haben Sie gut rausgearbeitet. Und zumindest war sie mit Sicherheit in der Nähe des Tatortes. Aber der Hilferuf am Schluss, das war schon sehr massiv. Stimmt. Ich habe übrigens die Kundenlisten vom Seidel mit meinen Einbrüchen abgeglichen. Das waren insgesamt 5 und bei immerhin 3 hat der Seidel die Schließanlage eingebaut. Also ob das ein Zufall ist? Ja, schwer zu sagen. Ja, aber andererseits traut sie das dem Seidel zu. Was ist denn bei den anderen Einbrüchen gestohlen worden? Also keine Kunstgegenstände, ist das Übliche heute. Bargeld, Uhren, Schmuck, Elektronikartikel so. Passt das zum Seidel? Eigentlich nicht. Und bei ihm zu Hause ist ja auch nichts gefunden worden. Ja, vielleicht sollte man ja doch woanders suchen. Oder besser gesagt bei jemand anders. Ja. Ich suche mal Platz hier zum Arbeiten. Ja, guten Appetit. Herein. Grüß Gott, Frau Ortmann. Was wollen Sie? Ich wollte mal nachfragen wegen meines Angebots. Wie bitte? Ich weiß, das klingt ein wenig seltsam, aber... Ja, Sie müssen ja einen neuen Schließdienst beschäftigen und... Ich könnte die Arbeit wirklich gut gebrauchen. Herr Neubauer, Sie sind einer der Hauptverdächtigen im Mordfall Seidel. Ja, ist mir klar, aber... Glauben Sie, ich wäre hier, wenn ich den Mord tatsächlich begangen hätte? Wieder Zug aus Hamburg. Gerade im Moment angekommen, Christiana. Sagen Sie mal, ist mein Bruder da? Der war gerade da und schwupp ist er wieder weg. Was hätten Sie denn braucht? Ja, blöd. Unten steht das Taxi und ich hab nicht genug Geld dabei. Das ist jetzt saudumm, weil ich war halt auch noch nicht auf der Bank, sonst hätte ich sie ja quasi auslösen können. Ja. Solange die Ermittlungen nicht abgeschlossen sind, kann ich Ihnen da gar nichts sagen. Aber Sie denken an mich. Allerdings. Hallo, Frau Ortmann. Wiederschauen. Wiederschauen. Frau Hofer, wieder da. Ja, Sie. Die Frau Hofer hat einen Engpass. Unten steht das Taxi und es müsste bezahlt werden. Sie hat aber kein Geld dabei. Ein bisschen was schon. Ja, ich erledige das. Mei, super. Sie kriegen es natürlich wieder. Hat sie was? Der Hauptsache sie zahlt, oder? Ist der 80er da? Der ist in seinem Büro. Wiederschauen. Wiederschauen. Also super ist angekommen in unsere Bramsrede. Was habe ich Ihnen gesagt? Wir haben aber auch viel Arbeit reingesteckt. Das kann man wohl sagen. Ach ja. Und wer glauben's, dass im Publikum gesessen ist? Lass es mich raten. Herr Lind und Frau Roloff? Ja. Ah, haben Sie die beiden engagiert? Ich habe Ihnen Einladungskarten geschickt, damit Sie ein bisschen Unterstützung haben. Wenn Sie selber schon nicht hingehen? Ah, und? Volltreffer. Sie haben recht gehabt. Das ist ziemlich groß im Original. Der hätte unmöglich durchs Kellerfenster gepasst. Ja, wundert mich nicht. Das ist ja der heilige Corbinian, gell? Der Täter? Sie müssen schon mit mich hier hinten sein. So, Robert. Setz dich doch her. Herr Wienke. Diese... Kunstgegenstände aus der Sammlung von Frau Bernauer haben wir im Keller ihres Hauses sichergestellt. Kann ich schlecht was dagegen sagen. In einigen anderen Häusern, in der Nachbarschaft von Frau Bernauer, wurden ebenfalls Einbrüche verübt. Ich weiß, aber damit habe ich nichts zu tun. Es war nicht. Ich habe bloß in der Zeitung davon gelesen. Und dann sind Sie auf die Idee gekommen, das Gleiche bei der Frau Bernauer abzuziehen? Ja. Dort haben Sie zuvor mit Ihrem Chef, Alfred Seidel, eine neue Sicherheitsanlage installiert. Ja. Sie kannten den Code für die Schließanlage und haben sich so bequem Zutritt zu Ihrem Haus verschafft. Ja. Und die Einbruchspuren haben Sie anschließend fingiert. Sie haben Frau Bernauer sehr gezielt bestohlen. Dass die Figuren da nicht ganz sauber waren, ist, wie man gleich denkt. Normal steht sowas in der Kirche und nicht im Wohnzimmer. Schaust halt dann im Internet nach und dann weißt du das genau. Und da haben sie gedacht, wenn das Hehlerware ist, dann kann die Frau Bernauer den Einbruch schlecht zur Anzeige bringen. Wie ist denn der Herr Seidel eigentlich auf die Schliche gekommen? Naja,
weil die Frau Bernauer in Angang ist, von wegen, ob er hinter dem Einbruch steckt bei ihr. Weil der gewusst, dass es nicht war. Und da hat er dann folgerichtig auf sie getippt? Ja. Naja, er hat mich natürlich gefragt, ob ich die anderen Einbrüche gemacht habe, aber das war ja nicht der Fall. Aber er hat sie nicht geglaubt? Na, sowieso nicht. Er hat gesagt, ich soll die Sachen wieder zurückgeben. Ich frag sie bloß wie, wenn ich es nicht hab. Dann hat er obendrein von mir verlangt, dass ich mich selbst anzeige. Sonst hätte er es getan. Ja. Das war natürlich der Horror. Die Vorstellung ins Gefängnis. Also bin ich heute noch mal zu ihm hin. Nur um mit ihm zu reden. Der war so strikt. Aber so stur. Nichts zu machen. Dann habe ich halt irgendwie rot gesehen. Rot gesehen, aber trotzdem kühl genug geblieben, um den Mord an ihrem Chef als Selbstmord zu tarnen. Herr Behnke, Sie sind vorläufig festgenommen wegen des dringenden Tatverdachts, Alfred Seidel ermordet zu haben. Michi, Apfel. Robert, Entschuldigung. Herr Behnke, wenn Sie bitte mitkommen möchten. Tja, Herr Apfel, den Herrn werden Sie uns überlassen müssen. Dann suche ich halt weiter. Ich habe eh nichts Besseres vor. Tja, mit der Firma Seidel ist es vorbei. Da wird sich das Präsidium doch wirklich einen neuen Schlüsseldienst suchen müssen. Ach, das wird die Frau Ortmanns freuen. Bestimmt.